Hallo ihr Lieben, 30 Tage sind es heute noch bis zur Bundestagswahl, schon wieder 10 vorbei, 10 ereignisreiche Tage liegen schon wieder hinter uns. Gab spannende Veranstaltungen, ihr könnt die alle online nachgucken, das wisst ihr bei YouTube. Viele machen davon Gebrauch, nutzt die Chance, wenn ihr nicht dabei gewesen seid. Zum Beispiel der Termin letzten Donnerstag in Birkenau zum Thema Klimawandel und Biodiversität war richtig spannend. Da habe sogar ich noch was gelernt, obwohl ich Grüner bin. Und wenn ihr Spaß an dem Thema habt, guckt da mal rein, ja. Termine sind auch das, was gerade so den Tag diktiert, neben den Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, Wahlprüfsteinen, das ist immer noch ja Tagesgeschäft. Aber die Organisation von Terminen, die frisst echt Zeit, denn wir müssen ja vom Raum buchen bis zur Pressemeldung, bis zur Einladung, müssen wir alles hier selbst organisieren mit einem Team von 3, 4, 5 Leuten. Das ist echt eine kleine Gruppe nur, die sich darum kümmert. Und wir haben ja die Livestream-Technik, die wir da noch ja, aufbauen müssen, abbauen müssen jedes Mal. Die machen wir ja auch selbst. Also da steckt echt viel Energie und Kraft drin. Und auch an dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön an das Wahlkampagnenteam, die vielen Helferinnen und Helfer aus den Ortsverbänden. Ihr habt es auf dem Bild vielleicht im letzten Post gesehen. Da ist eine Truppe hinten dran, die das alles möglich macht. Die auch möglich macht, dass in den nächsten Tagen wieder spannendes Programm ist. Wenn ihr es nicht schafft, vorbeizukommen, nutzt die Möglichkeit und klickt euch online rein. Da sind einige Termine auch zu ganz verschiedenen Themen. Montag geht es um Energiewende, am Donnerstag geht es um Lieferketten. Also da ist für jeden, glaube ich, und für jede was dabei. Ja, was ich noch nicht vorgestellt habe in diesem Vlog, sind die Großflächenplakate. Der eine oder die andere hat vielleicht eins schon entdeckt. Ich habe das Motiv mal bei Facebook gepostet vor ein paar Tagen. Die erste Großfläche mit mir drauf ist jetzt quasi hier im Kreis zu sehen, beziehungsweise war zu sehen an der einen oder anderen Stelle. In Lindenfels haben wir da leider nicht nur das abgerissene Plakat zu betrauern, sondern auch einen zusammengetretenen Wesselmann. Damit ihr mal so eine Hausnummer habt, das ist ein Schaden von etwa 550 € auf einen Schlag, weil irgendwelche ja unsinnigen Leute glauben, sie müssten da so ein Plakat zertreten. Das finde ich echt schade. In Heppenheim sind großflächig ganze Plakatreihen abgerissen worden, egal von welcher Partei, nicht mehr von uns Grünen. Und da stehen wir, glaube ich, als Demokratinnen und Demokraten alle zusammen. Es ist einfach nur nutzlos. Wahlkampagnen sind eh schon Materialverschwendung und das macht es einfach nur noch unnötiger. Und wir finanzieren das alles aus Mitgliedsbeiträgen. Das ist einfach die falsche Form der politischen Auseinandersetzung und echt unnötig. Ja, damit ihr aber mal ja, mitbekommt, wie so ein Wesselmann aussieht, wenn er noch ganz ist. Und damit ihr mal so ein bisschen Einblick bekommt in die legendären Wesselmann-Partys, die wir als Grüne hier ins Leben gerufen haben, nehme ich euch jetzt mal mit zur ersten Wesselmann-Party für diese Bundestagswahl an den Berliner Ring in Bensheim. Und schon sind wir am Wesselmann, dem ersten Motiv. Grün aus Verantwortung vor der Umwelt, vor den Mitmenschen und vor unserem Planeten. Aber zu so einer Party, da gehören ja noch ein paar mehr Leute, oder? Wir sind bereit.